She couldn't upset anything with Terra threatening her. Finding Amame, getting checked up at the hospital, and meeting with Shoma, right? Please let me do this. Please. Maybe you got the TC purge. It's called Nirvana X. The decision needs to be made. Please demonstrate your determination. Ja, da bin ich mal sehr gespannt, wie wir unsere Entschlossenheit unter Beweis stellen sollen. Erstmal herzlich willkommen zurück zu I, The Somnium Files, Nirvana Initiative. Wir sind hier noch im Mafia-Büro hier bei Kumakura. Und nee, das wollte ich gar nicht drücken. Ich wollte hier nochmal eben die Sprache wieder auf Japan stellen. So, und jetzt können wir zu den beiden letzten Orten gehen. Erstmal im Yoyagi Park. Waren wir da schon mal? Nee, ne? Sieht nicht so aus, als wäre Amame hier. Aber schau mal, Lion ist da. Lion ist wie besessen von Kizuna und Kizuna ist Amames Freundin. Ja, möglicherweise weiß er, wo Mame ist. Fragen wir ihn doch mal. Entweder eine Bierdose in der Hand. Gibt es ein Charaktermodell von ihm ohne Bierdose? Ah, ihr seid's wieder. Oder beziehungsweise du bist es wieder. Was ist denn los? Doi Amame-chan te onnanoko. Shitteru yo ne? Kennst du eine Frau namens Amame Doi? Kizis Freundin, klar kenne ich die. Und weißt du, wo die ist? Ja, das weiß ich. Wirklich? Ja, ich habe sie vorhin gesehen. Wo das denn? Weiß nicht. Gib mir 100.000 Yen, also knapp 1.000 Euro, und ich denke mal drüber nach. Das kannst du doch nicht ernst meinen. Hey, ich habe keine Knete. Komm schon, Ryuki. Na gut, wir machen das. Lion, hast du eine 500-Yen-Münze? Oh, mottel gedo. Ja, die hab ich. Sore ja, boku ga ushiro o muiteiru aida ni, sore o sayu dochira ka no te no hira ni kakushite. Ich schau jetzt weg und du legst sie in eine deiner Hände. De, dochi no te ni sore ga aru ka. Moshimo boku ga atetara, tada de oshiete yo. Wenn ich richtig rate, in welcher Hand sie ist, dann sagst du es mir umsonst. Und wenn du falsch liegst, dann bezahle ich dich. Ja, das klingt prima. So machen wir das. Aber nicht spicken. Röntgenblick oder was kommt dann? Okay, ich bin soweit. Also, jetzt rate. In welcher Hand ist sie? Ich soll es wirklich raten? Ah, okay, ich kann gar nicht sagen. Ich muss erst Röntgenblick nehmen. Das ist eigentlich gecheatet, ne? Also, muss man schon sagen. Okay, sie ist in seiner
linken Hand, also von uns aus gesehen die rechte. Ja, also sie ist in seiner linken Hand. Naruhodo. Hidarite ka. In der linken Hand, ha? Honto ni sore de ii no ka? Bist du sicher? Kaete mo ii ze. Du kannst deine Meinung noch ändern, wenn du möchtest. Nein, deine linke Hand ist sicher. Verdammt. Hora ne. Siehst du? Nande wakattan da yo. Woher wusstest du das? Chōnōryoku sa. Ja, Superkräfte. Mattaku mo. Mist. Ma, sha ne na. Yakusoku dōri oshiete yaru yo. Na gut, versprochen ist versprochen. Mame-chan o mikaketa basho wa Aioen da. Ich habe Mame beim Aioen gesehen. Aioen. Kizuna no chichoya. Chiyuda Riichi wa rijichō o tsutometeru jidō yōgo shisetsu ne. Ja, das ist das Waisenhaus, was geleitet wird von Riichi Chida, der Vater von Kizuna. Kyō wa Valentine Day daro? Heute ist doch Valentinstag. Ich will mal Valentinstag sagen. Sore de konya Kizuna chi to au yakusoku o shiteru nda kedo. Wir haben versprochen, uns heute Abend zu sehen, aber ich konnte nicht länger warten. Ich will Kizzy jetzt sofort sehen. Ich muss doch gar nicht mit ihr reden. Sie von weit weg zu sehen reicht schon. Und deshalb war ich beim Aioen. Das ist so ein bisschen so wie, ich hätte jetzt gesagt vorglühen, aber Tama sagt, es ist so ein bisschen so wie Pornos gucken, bevor man an einen Happy End Ort geht. Also, ja. Ich glaube nicht, dass es so ist. Mame war dort. Sie hat sich mit Kizzy und Iris unterhalten. Sie schauten ziemlich ernst rein. Ich konnte mich da nicht in ihre Unterhaltung einmischen. Deshalb bin ich gegangen, ohne überhaupt ein Wort zu sagen. Sie haben etwas Ernstes diskutiert. Diese drei haben ja die Leiche von Komiji beim Studio weiter gesehen. Vielleicht haben sie darüber gesprochen. Warum suchst du überhaupt nach Mame? Nun, weißt du... Warte mal, ist Mame etwa Verdächtige in dem HB-Fall? Was? Nein, das kann es nicht sein. Kizuna-chi? Ja, ich freue mich schon sehr auf heute Abend. Wir sollten uns treffen. Okay, okay. Ja. Okay, okay, ich treffe dich dort. So, was trinkst du eigentlich da? Mein Nitro. Ich dachte, ich habe dir das schon mal gesagt. Ja, damals hast du gesagt, alkoholfreies Bier. Alfree da yo. Non-alcohol no Bier da. Es ist Alfree. Nicht alkoholisches Bier. Ach so, und ich dachte wohl, da All Free auf den Automaten steht, dass es da Getränke umsonst gibt, aber so kann man sich irren. Hast du das gekauft? Ja, natürlich. Okay, es könnte durchaus stimmen, dass ich früher viel gestohlen habe.
Ich weiß, das ist nichts, auf das man stolz ist, mit dem man angeben könnte. Aber sie haben mich den Meister des Schlossknackens genannt. Aber das ist alles in der Vergangenheit. Stiehlst du immer für dich alleine? Das hing davon ab, was gestohlen werden musste. Manchmal bin ich alleine los, manchmal waren wir zu zweit. Und falls es eine große Sache war, so ein Anwesen draußen, dann waren wir auch ein Team mit 5 oder 6 Leuten. Er war also ein richtiger Einbruchs- und Diebstahlsprofi. Der Anführer der Truppe war ein Kumakura. Die kennst du doch auch, oder? So habe ich Moma kennengelernt, den Vorsitzenden der Kumakuras. Normalerweise war ich in einem Team mit Quartz. Der war im Prinzip so wie so ein Bodyguard. Hat mir aus der Patsche geholfen, ja. Aber warum erzähle ich dir das alles? Ich glaube, ich habe schon zu viel gesagt. Vergiss es. Das ist alles in der Vergangenheit gewesen, wie ich schon sagte. Warum hast du eben gesagt, dass Mame möglicherweise verdächtig sein könnte? Ah, jitsuana. Yokkamae. Nun, vor 4 Tagen, am 10. Februar, habe ich Mame auch gesehen. Und zwar vor dem Horadori-Institut. Sie hat mich aber nicht bemerkt. Jedenfalls ging Mame ganz alleine in das Horadori-Institut. Was um alles in der Welt kann sie denn in dieser Forschungseinrichtung gewollt haben? Habe ich mich gefragt. Und dann sah ich eine weitere Person, die ihr direkt folgte. Da bin ich mal gespannt, wer das ist. Shoma? Nee, es war Tokiko. Tokiko Shigure, die Präsidentin von Nikes Japan. Ja, ich weiß, was du jetzt denkst. Warum hältst du sie deswegen für eine Verdächtige? Hast du natürlich recht. Ich weiß ja nicht mal, ob Mame und Tokiko sich in dem Institut überhaupt begegnet sind. Außerdem wurde Tokiko ja vor 2 Tagen getötet. In der Nacht des 12. Februars. Also vielleicht hat das eine mit dem anderen gar nichts zu tun. Ja, wahrscheinlich hat es nichts miteinander zu tun. Einfach Zufall. Aber aus welchem Grund auch immer hat es meine Aufmerksamkeit erregt. So, jetzt muss ich aber auch los. Heute Abend gehe ich Kizzy besuchen. Und dann muss ich zunächst mal in den Schönheitssalon. Ich denke, du hast kein Geld. Schönheitssalon? Adios! Ja, adios. Warum war Mame beim Horadori-Institut? Vor 4 Tagen. Und interessant, dass Tokiko dann auch dort war.
Horaken. Horaken ka. Immer wieder dieses Horadori-Institut. So iwa. Da fällt mir ein. Mokuteki wa Horaken no naka ni aru kakushibeya. Soko ni hairu koto datta nda. Das Ziel war damals, in den Geheimraum im Horadori-Institut zu kommen. Der Sache sind wir gar nicht mehr nachgegangen. Wir müssen nach dem versteckten Raum suchen. Aber jetzt hinzugehen wäre natürlich sinnlos. Wenn es ein versteckter Raum ist, dann muss er auch geheim sein und schwer verschlossen sein. Man wird uns dann nicht einfach reinlassen. Naja, dann konzentrieren wir uns erstmal auf die derzeitige Aufgabe, Amame zu finden. Ja genau, Lion sagte, er hat sie beim Ion gesehen. Ja, aber wir können natürlich trotzdem noch mal zu Brahman gehen. Amame desu ka? Amame. Dattara sakki koko ni kimashita yo. Sie war vorhin mal hier. Hontou ni? Wirklich? Sugu ni itte shimaimashita kedo ne. Ja, sie ist aber schnell wieder weg. Und wo ist sie jetzt? Sie sagte, sie wollte zu Iris. Saganke, ne? Na, das Haus der Sagans. Danke, ich habe versucht, sie irgendwie zu erwischen, aber... Ja, aber ihrem Handy ist der Akku leer. Hat sie mir vorhin gesagt. Verstehe. Warum suchst du denn nach Amame? Übrigens, jeder normale Mensch hätte jetzt in diesem Restaurant, nachdem er gesagt hätte, ja, mein Handy-Akku ist leer, den nächsten Satz gesagt, kann ich das bitte hier eben aufladen? Gen und Mame sind miteinander befreundet. Ich kann ihm also keinesfalls sagen, dass es Grund zur Annahme gibt, dass Mame Terra über den Weg gelaufen ist. Er soll sich ihretwegen keine Sorgen machen. Ich werde das Thema umschiffen. Also, weißt du, was wollte Mame denn hier? Heute ist doch Valentinstag. Sie hat Schokolade vorbeigebracht. Okay, wenn sie nur ganz kurz hier war, Schokolade denn zu bringen, dann kann sie auch hier nicht aufladen. Schoko? So desu kedo. Ja, stimmt irgendwas nicht damit? Mame hat Terra im Studio gesehen. Ja, und dann ist sie nicht verstört, sondern bringt Gen am Valentinstag erstmal ein bisschen Schokolade vorbei. Direkt danach hat sie Komitis Leiche gesehen. Aber trotzdem hat sie Gen Schokolade vorbeigebracht? Hm. Ich habe versucht, bei Iris anzurufen. Aber immer noch kein Glück. Wir sollten einfach mal zum Haus der Sagans fahren. Ja, gute Idee. Warum bist du nicht ans Telefon gegangen? Ja, heute hatte ich echt viel zu tun. Es haben sich viele Kunden angekündigt und deshalb muss ich viel Vorbereitungsarbeit leisten. Wieso erwartest du, dass so viele Kunden kommen? Okay, also die haben sich nicht angekündigt. Das hatte ich jetzt auch einfach so übersetzt, weil ich habe es nicht richtig übersetzt absichtlich, weil ich halt dachte,
woher will Gen denn wissen, dass viele Kunden kommen würden? Und hab dann geschlussfolgert, die müssen sich also angekündigt haben. Aber so war es gar nicht. Gen weiß einfach, dass viele Kunden kommen, weil diese Geschichte da gestern in Shinjuku passiert ist. Are. Wir sind da ziemlich nah dran. Eine Rakete? Ja, genau. Jedenfalls ist jetzt unheimlich viel los in der Gegend. Und ein paar von den Leuten könnten möglicherweise hier einkehren wollen. Okay. Ja, dann gehen wir nochmal zu Iris. Warum nicht? Alles mitnehmen. Iris wird ja nicht da sein. Sumimasen. Hitoashi osokatta mitai desu ne. Es tut mir leid. Du bist einfach einen Schritt zu spät. Mame war hier. Aber sie ist mit Iris zusammen weggegangen. Verstehe. Ja, Hitomi mit ihrem lahmen Arm. Also ihr Arm ist ja irgendwie beschädigt worden. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das passierte. Also das wurde im Vorgängerspiel auch thematisiert. Tut mir leid, Mame. Iris braucht immer sehr lange im Bad. Mame? Wo sind Iris und Mame denn hingegangen? Ja, da bin ich nicht so sicher. Sie haben mir gar nicht gesagt, wo sie denn hin wollten. Haben die sich irgendwie merkwürdig verhalten, Iris und Mame? Wie meinst du das merkwürdig? Ja, wirkten sie irgendwie schockiert oder in Panik oder so? Lass mich mal nachdenken. Iris sah ganz normal aus. Aber ich erinnere mich gut daran, Mame schien irgendwie verstört zu sein. Sie hat kein einziges Wort gesprochen, während sie hier war. Als ob sie mit den Gedanken ganz woanders wäre. Während Iris sich fertig machte, um zu gehen, stand Mame einfach nur da und starrte in die Ferne. Ja, tut mir leid, dass wir damit Zeit verschwendet haben. Naja, es gibt ja keine Zeitverschwendung, während man einen Fall untersucht. Selbst das kleinste, unwichtigste Teil der Information kann noch von Bedeutung sein. Ryuki, was ist denn mit dir los? Ich habe dich noch nie so positiv erlebt. Ja, vielleicht hast du einen guten Einfluss auf mich. Gehen wir los. Wir müssen Mame finden. Können wir noch mal kurz über Date sprechen? Date und Hitomi hatten eine tiefe Beziehung. Ich weiß das. Wieso fragst du? Ja, also nur so. Ich habe Date eine ganze Weile nicht gesehen. Ich habe auf ihn gewartet, aber... Es tut mir leid, dass ich dir so eine delikate Frage stellen musste, oder so eine... Ja, delikat ist eigentlich auf Deutsch das nicht exakte Wort. So eine...
Ja, sagen wir einfach mal, so eine persönliche Frage stellen musste. いいですよ. Nein, ist schon gut. Gut, dann gehen wir mal. Ja, eine Winteriris. Mhm. Gut, dann gehen wir zum Waisenhaus. Übrigens ist euch aufgefallen, dass... Ah ne, warte, das ist Blödsinn. Ich wollte gerade sagen, ist euch aufgefallen, dass da keine Uhrzeiten eingeblendet werden. Aber das ist ja immer so, wenn wir jetzt mehrere Orte besuchen können, weil die ja schlecht sagen können, ja, jetzt ist da Zeit vergangen, jetzt ist da Zeit vergangen. Das ist ja vom Game Design her nicht so einfach möglich. Ja, Tama und ich fuhren zum Ioin, um Mame zu suchen. Sie wurde aber nirgends gesehen. Genauso wenig wie Kizuna oder Iris, die ja eigentlich in ihrer Begleitung sein sollten. Ich habe einen Arbeiter gefragt, einen Mitarbeiter hier, ob der möglicherweise die drei Mädels gesehen hat. Ja, ich habe sie zuvor gesehen, aber das ist schon lange her. Naja, wir haben es zumindest versucht. Also, auf geht's. Ja, warte. Nein, warte mal, die Person da drüben. Wer? Oh. Die maskierte Frau. Das ist... Entschuldigung. Schön, dich wiederzusehen. Kann es sein, dass du deine Maske verkehrt umdrehst? Der Körper ist das Gegenteil. Ich muss mich beeilen. Wenn nicht, dann... was tust du hier? Atmen. Warum hast du keine Schuhe an? Ratten tragen keine Schuhe. Hat sie das Gefühl, Schuld auf sich geladen zu haben und will irgendwas wieder gut machen? Demo, du bist doch keine Ratte. Okay, jetzt hat sie gerade das Geräusch einer Ratte nachgemacht. Bist du wirklich eine Ratte? Deine Klamotten sind total abgewetzt. Ich habe vergessen, Mottenkugeln in den Kleiderschrank zu packen. Wo ist es? Wo findet das Hauptevent statt? Das Hauptevent? Ja, wo ist der Showdown? Da ist sie weg. Wie ist sie jetzt weg? Ist sie gegangen? Hat sie sich in Luft aufgelöst? Da hätte ich gerne ein paar Details. Worüber hat sie denn geredet? Vielleicht ein Halloween-Event oder so? Ja, im Februar, ganz genau. Genau, falsche Jahreszeit dafür. Oben wird Halloween erklärt, wir wissen alle, was Halloween ist. Mhm. Vielleicht sprach sie, du weißt schon, von dieser einen Sache. Was? Ja, zwing mich nicht, es auszusprechen. Du weißt genau, was ich meine. Ich wusste überhaupt nicht, was Tama meinte. Es ist sinnlos, ihr weiter Aufmerksamkeit zu schenken. Wir sollten weitergehen, und zwar nach...
Zu einem anderen Ort. Oder unserem Auto erstmal noch ein bisschen die Gedanken ordnen. Danach suchten wir die gesamte Stadt nach Mame ab. Aber wir konnten sie einfach nicht finden. Dann würde ich jetzt doch nochmal zum Horadori-Institut fahren. Die Sonne geht schon unter. Wir sollten die Suche nach Amame aufgeben. Ja, nein, jetzt noch nicht. Es gibt noch einen weiteren Ort, zu dem ich gehen möchte. Ich habe den Ort zuvor nicht erwähnt, weil... Weil ich dachte, wenn ich Mames geistigen Zustand bedenke, wäre das sehr unwahrscheinlich, dass sie dort ist. Was meinst du jetzt, Sunfish Pocket? Aber vielleicht... Kannst du vielleicht mal zum Punkt kommen? Worüber redest du? Ja, dieses Maid-Café, wo sie arbeitet. Das Sunfish Pocket in Akiba. Die sind nicht ernsthaft da. Mame-chan. Koko ni itan da ne. Sagashitan da yo. Mame, warst du die ganze Zeit hier? Wir haben nach dir gesucht. Ah. Sorry, wenn ich da unterbreche, aber Mame kann jetzt nicht reden. Ich weiß nicht genau wie, aber sie hat ihre Stimme verloren. Ja, und wie will sie dann ohne Stimme hier in dem Café arbeiten? Es quält sie bestimmt noch, was da im Studio passiert ist. Ja, aber was macht sie dann hier im Café? Und warte mal, Lion ist hier. Was tut er hier? Er wollte sich doch mit Kizzy treffen, das heißt, Kizzy müsste auch hier sein. Warum bist du hier? Ich hab dir doch gesagt, ich wollte heute Kizzy treffen. Und sie hat vorgeschlagen, dass ich sie hier treffe. Ja, aber wo ist denn Kizuna jetzt? Vor kurzem sagte sie mir, dass sie sich verspäten würde. Sie kommt hierher, nachdem sie mit dem Shopping mit Iris fertig ist. Alles sehr verdächtig. Ach, Iris kommt auch. Ja, genauer gesagt war es sogar Iris, die den Abend geplant hat. Es war ihre Idee, dass wir einen Videoabend hier im Café veranstalten. Was meinst du damit? Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Alles, was ich weiß, ist, dass es kein Solo-Date zwischen mir und Kizzy ist. Warum bist du hier? Arbeitest du heute hier? Natürlich arbeitet sie hier. Es ist Valentinstag. Es werden jede Menge Kunden kommen und sie brauchen so viele Mermaids, als sie nur kriegen können.
Deshalb hat ihr Manager sie angefleht, heute zu arbeiten. Auch wenn sie nicht sprechen kann. Sie kann ja schreiben. Aber... warum warst du am 10. Februar im Horadori-Institut? Hat mir Lion gesagt. Hey, Moment mal. Also, warum warst du dort? Hast du dort Tukiko gesehen? Reden wir doch mal über Terra. Du bist Terra im Studio über den Weg gelaufen, oder? Hat Terra irgendwas zu dir gesagt? Wie ich schon sagte, Mame kann momentan nicht reden. Ich dachte, ich hätte es dir deutlich gemacht. Reden wir nochmal über den Vorfall im Studio weiter. Was genau ist da passiert? Ich möchte einfach einen Hinweis. Alles könnte helfen. Ich begreife nicht, was bei Mame im Kopf vorgeht. Warum bittest du sie nicht, etwas aufzuschreiben? So wie sie gerade auf mich wirkt, würde sie wahrscheinlich nichts aufschreiben wollen. Na dann. Ja. Dann sollten wir ihr Herz befragen. Mit Hilfe der Psync-Maschine. Also nur mal so, wenn Terra tatsächlich Amame bedroht hat, dass sie nichts sagen darf und so, dann würde sich Amame doch jetzt mit Händen und Füßen wehren, hier an diese Psync-Maschine angeschlossen zu werden, oder? Super, dass Boss und Pewter nicht da sind. Ich bin sicher, dass die dich nachher ordentlich ausschimpfen werden. Du weißt schon, dass es ein Verbrechen ist, diese Maschine ohne Erlaubnis zu nutzen. Du könntest dafür sogar gefeuert werden. Naja, wenn wir den Fall nicht lösen, dann würden wir ohnehin degradiert werden und dann werden wir stattdessen halt gefeuert. Wenn wir den Fall aber lösen, dann wird sicherlich ein Auge drüber zugedrückt, dass wir hier jetzt die Psync-Maschine benutzt haben. Ist schon gut, wenn ich die Resultate liefere, dann ist es Boss egal. Glaubst du? Tama, kannst du die Maschine kontrollieren? Das kannst du doch per Fernsteuerung, oder? Willst du das jetzt wirklich durchziehen? Mame ist Terra über den Weg gelaufen, da bin ich ganz sicher. Es ist höchstwahrscheinlich, dass sie etwas Wichtiges weiß. Bitte, Tama. Hilf mir. Du bist meine einzige Hoffnung. Du bist so nervig. Na gut, ich tu's. Ich werde die Warnnachricht skippen, denn die kennst du ja bereits. Okay, fang an. Was war das? Könntest du bitte anfangen? Ja, das klingt schon besser.
それじゃあ、行くわよ。 Auf geht's! 3、2、1! Ist auch wieder ein Quiz. Achso, das ist studiert weiter, allgemein. Face to face. Also Glaube zum Gesicht. Also, oder Glaube gegen Gesicht. Das hier ist studiert weiter. Kono Setto. Quiz-Bangumi. Face to face, so no mama da. Ja, und hier ist immer noch das Bühnenbild für Face to face aufgebaut. Das bedeutet. Oh, ich habe dabei ein ganz schlechtes Gefühl. Heute haben wir den brandneuen Star des Internets da, der uns besucht. Bitte zeig uns deinen Tanz. Du willst, dass ich tanze? Nein, ich bin nicht Aiba, ich kann nicht tanzen. Doch komm schon, lass mal sehen. Ich hasse diesen Blick, wenn er mich ignoriert. Na gut, ich tu's. とても盛り上がる感じではなかったけど。 Ja, das reichte mir nicht. さあ、始まりました。クイズフェイストゥフェイス。Willkommen zur Quizshow Face to Face. 司会のアンデス・コメジと申します。Ich bin Ihr Gastgeber, Andes Komeji. コメジさんだ。 Das ist Komeji. 表情が動いてないんだけど。不気味ね。 Sein Gesichtsausdruck verändert sich nicht. Das ist total gruselig. たった一つのクイズ王の座をかけ しのぎを削るこの番組. Dies ist ein Wettbewerb für den einzig wahren Quizkönig-Thron. 今回もチャンピオンと挑戦者の一騎打ちをお届けいたします. Und heute haben wir, wie immer, einen Head-to-Head-Kampf zwischen dem Champion und dem Herausforderer. チャンピオンはもちろん私、アンデス・コメジです. Und natürlich ist bin der Champion ich, Andes Komeji. Und der Herausforderer ist. Was wäre ich? Kann der Herausforderer mich besiegen? Ich weiß nicht, ich bin da ziemlich gut. Was zur Hölle soll das sein? Ich habe da nicht zugestimmt. Ich wusste ja, dass Mame Quizshows liebt, aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass sie auch von ihnen träumt. Die Regeln sind ganz einfach. Nach 5 Quizrunden gewinnt die Person, die die meisten richtigen Antworten gegeben hat. Der Gewinner bekommt diesen fantastischen Preis. Ein Schluck aus dem Schlauch. Der Preis ist Amame? Amame, sag uns bitte, wie du dich fühlst.
Auch hier spricht sie nicht. Ah, Shai nan kana? Ma, Hanashi wa oyoi kiite ikimashou. Ja, schüchtern, was? Im Verlauf der Show werden wir immer mal wieder mit dir sprechen. Die erste Runde geht los nach dieser kurzen Werbung. Amame ist der Preis? Was ist das bitte für eine Show? Ja, Amame scheint auch nicht glücklich darüber zu sein, der Preis zu sein. Aber es scheint ja irgendwas in ihrem Kopf festgesetzt zu sein, dass sie glaubt, sie ist der Preis einer Quizshow. Naja, wir haben wohl keine Wahl, müssen die Herausforderung akzeptieren. Wenn wir gewinnen, könnten wir auch etwas über Terra lernen. Nun gut, wenn das ein Wettkampf ist, dann gebe ich mein Bestes, Ryuki. Ich werde den Scan beenden, bevor die Werbepause vorbei ist. Somnium Scan, Kaishi. Mental Lock 1, der Boden. Quizwand ist Mental Lock 2 und es gibt zwei Wege, so wie es aussieht. Mental Lock 3. Also wir können gewinnen, wir können verlieren. Mental Lock 4 gibt es auch wieder doppelt. Mental Lock 5. Amame hat mit Terra einen Vertrag geschlossen. Nein, Entschuldigung, blöd. Hatte Kontakt, kein Kontrakt. Amame hatte Kontakt mit Terra. Die Teilnahme in der Quizshow könnte dafür sorgen, dass man Informationen über Terra bekommt. Sa, daichi stage ya. Harikitte iku de. Runde 1. Fangen wir an. Shudaisha wa dare yaro? Wakuwaku suru na. Wer wird die Fragen vorlesen? Das ist sehr aufregend. Komeji-san ga quiz wo dasu wake ja nai da ne. Ich schätze mal, er wird nicht die Fragen selbst vorlesen. Das ergibt natürlich Sinn. Dou shinkou shite iku no kashira? Ja, aber wer wird das denn wohl sein? Mizuki? Mizuki! Konnichiwa. Date Mizuki desu. Guten Tag, ich bin Mizuki Date. Quiz toka yoku wakkannai kedo. Toriaizu shitsudai suru ne. Ich hab's nicht so mit Quizfragen oder was auch immer, aber hier ist die erste. Daichi stage wa karimono quiz. Runde 1 ist das Scavenger Quiz. Wir haben das Studio mit unterschiedlichen Gegenständen gefüllt. Bitte zeigt auf den Gegenstand, den ihr für die Antwort haltet. Wer am schnellsten antwortet, gewinnt. Ja, das ist also wie eine Scavenger-Hunt, also ja. Omoshiro-so-da-ne. Ja, sieht so aus. Mazu-wa-saisho-no-mon-dai-desu. Hier ist die erste Frage. Seikai-wa-dore? Shinking-time. Starto! Was ist die richtige Antwort? Deine Zeit beginnt jetzt. Hä? Mon-dai-desu-sore-dake? Hä, das ist die Frage? Direkt von Anfang an etwas Schwieriges. Amame hat als Kind gerne Quizshows geschaut. Sie liebte es, mehr von der Antwort zu sehen, umso mehr sie antwortete. Hä?
mehr von der Wahrheit zu sehen, je mehr sie antwortete. Hey. Okay. Es geht los, aber dann erst in der nächsten Folge, dann werden wir hier mal Beethovens 9. analysieren. Freude schöner Götterfunken. Aber wie gesagt, nicht mehr in dieser Folge. Das machen wir dann möglichst am Stück. Also, bis zum nächsten Mal dann. Macht's gut. Tschüss.